Hallo und herzlich willkommen. Ihr seht ganz richtig, ein neues bzw. altes Spiel ist wieder am Start. Ich habe mal nachgeschaut. Dieses Spiel habe ich hier schon gezeigt vor einem Jahr und 9 Monaten. So lang ist mein letztes Division Gameplay her und so lang war es auch eigentlich wirklich her, seit ich es das letzte Mal gespielt habe. Jetzt kamen zwischenzeitlich unzählig viele Contents dazu, Patches dazu und so weiter und so fort. Und ich habe irgendwie immer mal wieder gehört, yo, es wird immer wieder besser. Und dann dachte mir, das hat mir damals richtig gut Spaß gemacht, also warum nicht mal reinschauen? Und Jungs und Mädels, ich sag's euch, es ist wieder wie früher. Man rennt wieder, man macht wieder, man lootet wieder Items, man will es einfach haben, man will es einfach haben. Aber ich will euch hier in diesem Video mal so minimal zeigen, was es so Neues gibt. Und zwar hier, die Basis bleibt erstmal so hier oben, so weit bekannt, da ist nichts Neues. Da fühlt man sich heimisch, das kennt man alles, so wie man es kennt. Hier unten, überall das Gleiche. Hals und Beinbruch. Auch hier oben. Also, so weit denkt sich jeder so, ja, schön. Was ist denn da jetzt neu? Schaut aus wie immer. Und in dem Augenblick kann ich auch erstmal sagen, ja, hier soweit ist es das. Aber jetzt kommen wir eigentlich zum Essentiellen, und zwar hier hinter. Da war eine Tür und da ist eine Tür, die jetzt mittlerweile offen ist, das Terminal. Und da geht's runter und da kommt das neue Herzstück von damals, also wer sozusagen das letzte Video bei mir damals gesehen hat, der kennt das hier nicht. Weil da ist jetzt einiges neu. Und zwar im Terminal gibt es nämlich viele verschiedene neue Modi mittlerweile. Zum Beispiel Überleben. In diesem Modus muss man, wie der Name schon sagt, überleben. Das heißt, einfach Wellen an Gegnern besiegen. Dann gibt es hier PvP. Naja, gut, ich glaube, da brauchen wir nicht großartig reden, um was es geht. Dann gibt es noch hier unten den Untergrund. Der Untergrund ist auch eine PvE-Mission, kann man alleine spielen, beziehungsweise zu mehr. Es gibt auch ein Paid-Content mittlerweile, der Premium-Händler ist hier. Wobei aber auch man im Spiel mittlerweile immer hier ein paar dieser Ingame-Credits, die man brauchen würde, um das zu bekommen, bekommt. Alles so semi-interessant, sage ich mal. Und aktuell gibt es wieder ein Global Event. Und mit Global Events, da werden auch neue Sets bzw. Sets erweitert. Und da dachte ich mir so erst am Anfang, wo ich das erste Mal wieder angefangen habe, so, hä? Wie Sets erweitert? Bla bla bla. So, es gibt ja die alten Sets. Zeige ich euch nochmal hier in der. Ich hoffe ich mal, ich habe in der Truhe noch welche. So, pass auf, da. Maske des Nomaden zum Beispiel. Das ist ein ganz klassisches altes Set, weil hier ist nichts. Spannend wird es bei den Items, wo hier so ein kleiner Ordner ist, weil, ihr seht, hier steht Ausstattungsgarnitur bei Maske des Nomaden. Wenn wir zum Jäger reingehen, steht auf einmal geheime Garnitur da. Und geheime Garnituren ist eine Erweiterung. Früher war es ja so, man konnte maximal, es gab zwar 6 Items, aber maximal einen 4er-Bonus abgreifen. Mit diesen geheimen Garnituren ist es plötzlich ein bisschen anders, denn da gibt es plötzlich 6 Boni, also man muss das ganze Set tragen und man kann die auch doppelt rollen. Das heißt, mal schauen, ob ich ein Beispiel dafür habe. Ich glaube bei den Handschuhen. Ja, bei den Handschuhen habe ich zum Beispiel 2 Sachen gerollt. Hier auf Schusswaffen und den kritischen Trefferschaden habe ich noch auf die Handschuhe mit reingerollt. Das war schon sehr, sehr interessant, dass das ging, weil ich war total überrascht. Und außerdem gibt es eben jetzt hier 6 Boni. Das war für mich so ein bisschen neu, muss ich gestehen. Aber sehr spannend. Besonders natürlich, dass ich jetzt angefangen habe zu den Global Events, weil diese Global Events lassen sich perfekt farmen. Ich mache dafür aktuell Lexington Runs. Das heißt, das ist hier ein Run im Lexington Event Center auf der Stufe herausfordernd. Damit bekommt ihr 750 Global Event Credits. Phoenix Credits bekommt ihr auch, normale Credits und natürlich immer eine Ausrüstungsobjekt bzw. eine Waffe und ein paar Experience. Und mit diesen Global Event Credits könnt ihr dann hier bei eurem Global Event Händler reingehen und sagen, hallo Ibims, ich hätte gern eine Kiste. Dann gehst du da hin. Da gibt es 2 Kisten. Da empfehle ich immer diese überlegenen Hinterhaltbehälter, weil da ist auch eine exotische drin oder zumindest eine Ausstattungsgarnitur. Ihr seht, bei dem normalen ist eine Ausstattungsgarnitur oder High-End drin. Also gönnt euch diese hier, dann kauft ihr die und dann kommt die hier in euer Inventar. So. Und darin ist jetzt diese coole Sache. Und ihr seht gleich mal hier,
da ist eine geheime Garnitur und da ist eine geheime Garnitur. Da war jetzt sozusagen ein Bonusobjekt auch noch drin. Und das ist die Magie. Ansonsten bleibt das Spiel so wie früher ein extremer Grinder. Also wer keinen Bock hat auf Grinds, der sollte es auch wirklich die Finger davon lassen. Mir persönlich macht es echt Spaß, meinen Charakter hier optisch zu visualisieren und das Set so zu verfeinern, dass es genau hinkommt, die Waffen so zu rollen, dass man sagt, man will genau die Waffen haben, die man haben kann. Also sozusagen für mich das perfekte Gear zu farmen. Mittlerweile, es gibt natürlich auch in der Dark Zone hier noch einen neuen Abschnitt. Zum Beispiel bei dem war ich selbst noch gar nicht. Also auch da ist noch ein bisschen was passiert. Aber heute will ich mal mit meinem angelegten Alpha Bridge Set einfach mal einen klassischen Run im Lexington Center machen, um euch zu zeigen, wie geht denn das so, was passiert da und so weiter und so fort. Also, wer noch Fragen hat zu dem Spiel in der aktuellen Form, kann es gerne mal in die Kommentare lassen. Ansonsten starten wir jetzt gleich im Anschluss nach dieser Erklärung hier mit dem Lexington Event Center. So, jetzt sind wir also am Lexington Event Center angekommen. Und da suche ich jetzt einfach mal schnell Spieler. Und das hat auch Division für mich immer so besonders gemacht, dass man schnell Spieler gefunden hat und das auch mittlerweile wirklich sehr tut. Und ja, easy peasy mit Leuten zusammenspielt. Man kann natürlich hier den Night Reverend zum Beispiel, der labert jetzt, beziehungsweise hat einen Mic aktiv, den löschen wir jetzt oder den muten wir jetzt gleich. Aber das ist halt das, was normalerweise ausmacht. Man kann einfach und, ja, wie sage ich's, easy mit Leuten ins Gespräch kommen, was bei vielen Spielen gefühlt gar nicht mehr so im Fokus steht. Aber hier gehört es einfach dazu. Hier ist es ganz normal. Hier geht es darum, den Mic so, in meinem Set übrigens, das ist deswegen besonders, weil ich im Zweifel alle Ultis mir selber aktivieren kann durch den Kill. Jetzt gerade habe ich zum Beispiel hier meine Defensiv-Ulti gezündet. Das ist der 6er-Bonus. Das heißt, mit jedem Kill, den ich mache, habe ich dann, ihr seht es unten unter der Granatenanzeige, da ist jetzt der Defensiv-Skill, der ist jetzt grün und wird weniger, und wenn ich in der Zeit jemanden kille, dann aktiviere ich den gerade wegtickenden für eine gewisse Zeit. Also auch da ein sehr cooles Set, was mir persönlich sehr viel Spaß macht, aber es ist auf jeden Fall eher für Solo-Runs, muss man sagen. Ah, weil ihr müsst halt den letzten Kill machen. Jetzt habe ich zum Beispiel gerade den Erholungslink aktiviert. Taktik-Link, das heißt, jetzt gibt's Damage. Und das macht das Set so besonders. Also. War da nicht einer? Also, viele finden das Set gar nicht so gut. Ich habe mir ein paar Reviews dazu angesehen. Aber manchmal muss man einfach auch auf Reviews scheißen und einfach so sich selbst eine eigene Meinung bilden. Und ich persönlich finde das Set einfach wirklich nice, weil gerade bei anderen Sets, klar, die haben dann natürlich da wieder Kopfschussschaden und bla 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 und bla bla bla. Aber wenn ich gerade das Thema Ulti sehe, bei so einem Lexington Run, normalerweise macht man eine Ulti einmal im ganzen Run, wenn überhaupt, an, und das war's auch schon. Und hier hast du einfach deine Ultis immer mal wieder aktiv. Natürlich brauchst du sie nicht immer wieder, aber gerade so einen Damage-Link, der immer mal wieder rausploppt, ist schon sehr cool. Das Set zu erklären ist ein bisschen diffiziler, gerade weil es natürlich so mit 4er-Bonus alle Talente sozusagen frei bekommst, ohne dass du überhaupt die Fertigkeitsstärke oder was auch immer für eine Stärke aktiv haben müsstest. Aber für mich so ein, ja, ich sag mal so ein kleiner Geheimtipp, weil es haben nicht so viele auf dem Zettel und es spielt sich echt schön. So, jetzt wäre ich ja gerade ein bisschen low von den HP gegangen, aber hier mein Ding hat sich aktiviert. Jetzt der Taktik klingt, das heißt, jetzt gibt es Damage. Dann hört ihr schon, die Kadenz ist eine ganz andere, Überlebenslink. Und so macht das Set richtig, richtig Fun. Also, man kann da schon gut was durchpratzen.
Natürlich würde mich auch interessieren, was ist denn eure Meinung? Also entweder gibt es hier einen Division-Hasen, der jetzt auch wieder angefangen hat oder schon immer gespielt hat. Oder vielleicht jemand, der auch wie ich frisch angefangen hat. Oder vielleicht sogar jemand, der es schon ewig nicht mehr gespielt hat, aber sich vielleicht denkt zurzeit, ja, die Spielerzahlen gehen wieder gut nach oben. Da schaue ich mir das doch auch mal an. Weil da muss man sagen, da gibt es gerade jede der Sparten, die ich gerade sozusagen aufgelistet habe. Story und so erkläre ich jetzt mal nicht wirklich, weil wer sich noch interessieren will, wie die Story war. Ich habe, wie gesagt, vor anderthalb Jahren oder über anderthalb Jahren das Spiel gezeigt und da habe ich auch Story gespielt und so. Da könnt ihr euch gerne nochmal rein, weil da hat sich nichts geändert. Story ist gleich geblieben. So, da habe ich zum Beispiel zwei Ultis gezündet, weil ich zweimal den Kill gemacht habe. Vielen Dank dafür. Meine Leute und gehen für den wichtig für das Set, wenn ihr es zumindest sinnvoll spielen wollt, dass zweimal die gleiche Waffenart equipped ist. Also zum Beispiel zweimal wie ich Sturmgewehr oder zweimal Light Machine Gun und so weiter und so fort. Das ist dafür wichtig. Jetzt haben wir hier zwar einen AFKler, beziehungsweise einen, der offline gegangen ist. Den könnte man jetzt Vote kicken. Mache ich jetzt einfach mal. Muss man nicht, geht auch zu dritt. Sie betreten einen Aber ich denke mir, muss man ja nicht unbedingt mitziehen, den Kerli. Warnung. Verlassen des sicheren Bereichs. Dann machen wir es jetzt einfach zu dritt fertig, ist ja auch kein Problem. So, guter Erholungsleak geprockt, jetzt bin ich wieder schön voll. Und Lebenslink, das heißt jetzt wieder defensiv. Jetzt kann ich dann natürlich auch ein bisschen näher an den Gegner ran. Nochmal das gleiche. Und das ist das, was das Set eben so spannend macht. Also, für mich so aus Spielersicht, der etwas fauler ist, also ich bin gerne so, dass ich einfach nur draufpratze und bis den Kopf aus. Es ist so ein Spiel, bei dem überlege ich und denke ich nicht viel, sondern man kann es einfach so gut vor sich hin daddeln. Und dafür ist dieses Set auch einfach prädestiniert. Einfach draufholzen und fertig. Bisschen die Waffentalente so kombinieren, dass ihr den Vierer-Bonus klar macht. Und dann ist es echt nice. Natürlich, klar, durch dessen, dass ihr zweimal die gleiche Waffenart habt, habt ihr natürlich einen höheren Verschleiß an Munition, denn ihr könnt nicht einfach hin und her wechseln mit euren Waffen. Aber das ist alles halb so wild, würde ich mal sagen. Einfach überall Munition draufpacken oder so gut es geht Munition, dann läuft es auch. So. Hier, das ist jetzt schon das Ende. Lexington kann man einfach, wie gesagt, super farmen. Geht einfach super schön schnell. Ja, und es geht einfach ab. Das Set ist cool, das Spiel fühlt sich wieder super an und Grind macht Spaß. Das ist kein Grind-Spiel, wo ich wirklich so vom Grinden extrem schnell genug bekommen, sondern ganz im Gegenteil. Jetzt habe ich hier meine Waffen bekommen, kann schauen, was es so gibt. Ich gehe jetzt mal aus der Gruppe wieder raus. Und das war's auch schon. Also, das ist... Natürlich gibt es noch ganz viele andere Facetten. Ich habe jetzt mal einen Lauf gezeigt. Es gibt auch wieder neue Übergriffe und neue Hauptsachen, sage ich mal. Aber ich will nicht zu viel schwärmen, aber mir macht's gerade scheiße viel Spaß. Deswegen...
Sagt mir doch mal eure Meinung dazu, würde mich interessieren, wollt ihr vielleicht noch mehr von Division sehen oder sagt ihr, nee, alter Hut, habe ich nichts mehr damit zu tun. Also, sagt's mir in die Kommentare, ich bin sehr gespannt, ich hoffe, euch hat's gefallen, mal wieder ein bisschen in das Spiel reinzuschnuppern. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.